Wert, Blatt. Und hiermit seid ihr herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich habe extrem lange nicht mehr gespielt und deswegen spielen wir jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, wir waren in Talmberg oder so. Din, din, darin. Oh, stimmt, wir waren ja hier. In so einem kleinen Minidorf bei Talmberg. Flashbacks. Flashbacks über Flashbacks. Privater Bereich? Kein privater Bereich. Was ist das denn? Nichts Wichtiges. Was ist das? Was muss ich jetzt eigentlich machen? Hier steht nirgends was von der Mission, hä? Ach stimmt, damals habe ich gesagt, ach, das will ich dem Zukunftsspacko überlassen. Nein, Schwachmat, habe ich gesagt, oder? Oh, da, ich sehe ein Ausrufezeichen. Was Ausrufezeichen ist? Wahrscheinlich dort. Südwest. Da werden wir mal hingucken. Und eins möchte ich noch sagen. Bananen sind vegane Fruchtwürste. Ja, vegane Fruchtwürste. Es gibt ja die nicht veganen Fruchtwürste. Nein, die nicht veganen Würste. Die sind aus Fleisch. Und Bananen sind Fruchtwürste. Würste aus Frucht. Und unten sehe ich noch von irgendwas von wegen Langsamkeit. Ich glaube, es kommt noch von unserem zerschossenen Bein. Und wo komme ich eigentlich raus? Da? Hä? Hier? Komme ich hier raus? Wäre mir nämlich auch recht, wenn ich hier rauskommen würde. Aber ich denke, wir erkunden hier erstmal die Gegend, weil hier gibt es genug zum Erkunden und alles Mögliche. Oh, was ist das denn? Nichts Privates. Was ist das? Egal, ach, ich wollte gerade sagen, egal, da können wir draufklettern, aber nee. Wir werden mal gucken, ob wir was gekauft kriegen. Der hat auch weniger Ausdauer, bemerke ich. Privater Bereich. Der hat einen Namen, der ist wichtig wahrscheinlich. Wenn du Geld hast? Ich hab Geld, aber nicht viel. Ich habe 0,7. Ja gut, ich kann mir gerade so einen Steinpilz leisten. Ich kann mir nicht mal billigen Wein leisten. Ach du Schande. Können wir irgendwas verkaufen? Minderwertiger Pfeil. Hä? Ja. Oh, Retterschnaps ist teuer. Verkaufe ich aber nicht. Können wir irgendwie irgendwas irgendwo irgendwann waschen? Können wir irgendwas waschen? Oh, ich habe gerade so Bock zu kämpfen in diesem Spiel. Halt. Kann ich... Ich dachte, ich hätte einen Bogen, weil... Mach das nochmal und du wirst sehen. Ja, sorry. Sei Jesus Christus. Was hältst du davon, dass Sigismund abgezogen ist? Das war vielleicht ein Glück. Ich weiß, alle reden davon, wie schlau Herr Divisch ist und so. Aber das war eine heikle Sache. Dieser Sigismund ist unberechenbar. Er entführt den König, überfällt Städte, schafft fremdländische Söldner ins Land. Gott weiß, was er als nächstes vorhat. Ich hab keinen Bock auf dich, weil du mich böse angepöbelt hast, weil ich dich einmal gehittet habe. Ist das eine Axt? Kann ich die aufnehmen? Ach, wir haben doch eh Herrn Ratzigs Schwert, das ist viel besser. Ach stimmt, wir wollten noch zur Quest. Ich wollte mich umsehen und ein bisschen handeln, aber was habe ich denn bitte zu handeln? Oh, der hat einen riesigen Bogen. Ich will auch so einen haben. Ich komme hier tatsächlich runter. Soll ich hier runter? Eh zu spät. Scheiße! Dieser Hornochse aus Galitz ist in den Graben gesprungen. Schlag Alarm! Will abhauen!
Ach, ich muss jetzt nach Scarlet's. Ach so's. Hoch aber ein Pferd. Okay, wir rennen den Weg, weil hier kennt uns keiner. Den schwachen Martin da hinten hat er auch nicht gehört. Oh, sich waschen. Habe ich jetzt saubere Kleidung? Wie war die Taste dafür noch? E, Q, Umschalttaste, Shift? Hallo? Hallo? Hä? Hier Kampf, Inventar öffnen. I, ach so. Ja. Linsenbrat, kann ich den essen? Der ist aber nicht verfault, oder? Herrn Ratzigs Schwert ist aber schon teuer. Ich weiß nicht. Huch, scheiße. Ja, doch, ich sehe gerade, wir sind sauber. Gut, das wollte ich nämlich auch ursprünglich wissen. Was ist das denn? Viecher. Am liebsten einfach so reinbeißen einfach. In den Pelz. Oh, da ist jemand. Wir gehen besser über den Berg drüber hier. Oh scheiße, der sieht uns. Snuns. Oh Gott, ist das... Oh, ich muss mir ein Pferd beschaffen. Ja gut. Quest abgeschlossen auf der Flur. Hä? Schande, ich habe kein Pferd. Ich hätte mir ein Pferd holen sollen. Lol. Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Ist hier wer? Die sind ja weg. Oder doch nicht? Alter. Alter. In der Burg könnten doch Leute sein, im Burgkeller zum Beispiel. So, wohin muss ich jetzt? Heimkehr. Mein Gott. Oh, plündern. Apfel. Ach, wir können ja... Wir können tatsächlich die Leute plündern. Vielleicht haben die sogar... Groschen, Alter. Es ist zwar extrem unmoralisch, aber trotzdem. Such nach deinen Eltern. Hier in der Richtung soll angeblich das Ding sein. Plündern. Wir haben alle nur Abfall dabei. Vielleicht haben ein paar davon ja Groschen dabei. Brezel? Seit wann gab's... Ich keine... Warte mal, wir haben keine Stiefel an. Sehe ich gerade. Wo sind unsere alten Stiefel? What the fuck, sind unsere Stiefel verschwunden? Hä? Ja toll, jetzt laufen wir hier barfuß rum. Verband, den nehme ich mal mit.
das Kinder? Eben, wenn das Kinder sind. Das sind noch Kinder. Manche davon. Ich dachte kurz, das wäre ein Vieh. Ich habe gerade irgendwas von wegen plündern. Aber nee, mach ich auch nicht. Irgendein Rich Kid wird es hier doch geben, oder? Also Quest, suche nach deinen Eltern. Hm. Ich erkenne die Stadt auch komplett nicht wieder. Sind doch irgendwo dort gestorben oder nicht? Warte, was ist das denn? Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekommen. Das wird eine Freude. Ja. Und genau auf sowas hatte ich Bock. Lederwams. Alter, geil, wir haben eine gute Rüstung bekommen. Oder halt eine bessere. Die ziehe ich mir an. Also, Fußwickel mit sonst was und Lederwams. Gut, jetzt haben wir wenigstens etwas. Das freut doch. Und wir haben Herrn Ratzigs Schwert beschmutzt. Ist nicht so schlimm, wenn er weiß, so viel wir es benutzt haben, dann passt's ja. In Häusern wird es nichts gegeben haben, weil die Tataren haben ja alles ausgeraubt, glaube ich. Guck mal, wer ja vom Stein hier vorgekrochen kommt. Nee. Haben ihn einfach umgebracht mit Herrn Ratzigs Schwert. Ich weiß nicht, ob wir das dürfen, aber mir wäre es in diesem Moment eh scheißegal. Lal. Das Schwert kann man ja säubern. Ich wollte gerade sagen, ob es. Fragen, ob das. Das sieht doch aus wie die Burgkönigin dort. Wie die Königin halt. Also von der Frisur her. Alter, komplett niedergemetzelt. Eine Axt. Kann man die auch als Waffe verwenden irgendwie? Und ich muss aufpassen, ob ich Menschen finde, weil ja. Warte mal, ich guck kurz wegen der Axt. Kann man die auch als Waffe verwenden? Nee, die kann man verkaufen, die verkaufe ich. Und die enge Olivenfarbene Beilinge, nee. Ja gut, was ist das denn? Gütiger Gott, das ist der Köhler. Die haben einfach den Köhler umgebracht. Getrocknete Pilze, was haben die da alles? Was ist das? Gibt wenigstens hier ein bisschen was zu holen. Nur ein bisschen. Oh. Wir haben kein Pferd, das wir unser eigen nennen können. Talmlerk? Nein, Talmberg. Ich wollte... Warte mal. Oh, schade. Ich wollte gerade gucken, was darunter ist. Ich weiß nämlich gar nicht, was darunter sein könnte. Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen ihnen denn getan? Vor allem, warum sollte man das Pferd umbringen? Was hat es gemacht? Das ist auch komplett wieder niedergemetzelt, komplett niedergeschlachtet, richtig. Und bei uns herrscht draußen übrigens Sturm. Hier ist wirklich alles, nein, hier blitzt es wenigstens. Nein. Hier blitzt es sogar. Die haben alle nichts Gescheites dabei. Das gibt's doch gar nicht, doch bei Roller. Was ist hier los?
Monster! Was sagt man dazu? Das Schwein... Jawohl! Scheiße! Wow! Edle Schuhe. Alter, die nehme ich mit, aber sowas von Leinengurgel. Das nehme ich. Habe ich schon. Das nehme ich. Das nehme ich. Gut. Haben wir da auch wieder ausgezogen? Jupp. Sind diese edle Schuhe besser als unsere aktuellen? Also die. Steht irgendwas von wegen 62. Ich weiß auch gar nicht, was... Diese Fußwickel. Ich glaube, diese edle Schuhe können wir anziehen und gucken, was die so, was die so gut sind. Also, Leinengurgel. Jetzt sehen die doch ein bisschen, wenigstens ein bisschen kämpferisch aus. Aber wenigstens ein bisschen. Den Verband können wir übrigens wieder... Ach, weißt du was? Ich esse diesen Linsenbrei jetzt. Nein. Besser nicht. Besser nicht. Bandit, Alter. Nein! Was ist das denn? Scheiße, ey. Hä? Warning. Unknown Command. Alter. Diese scheiß Konsole ständig. Wozu gibt's denn dieses Spiel überhaupt eine Konsole? Alter. Richtiger Tierschalterhaufen hier. Alter, ey. Diese arme Viecher, ey. Schwer schnell eingepackt, weil, ja, aus Spaß halt, ne? Diese armen Leute, ey, was, warum macht man sowas? Ey, das ist doch... Sowas ist doch scheiße. Junge, Alter, du bist scheiße. Nein, hat die was? Nein, die haben alle nix. Oh, ich war es von Subnautica gewohnt, das denn so Sachen einfach aufzunehmen, oder? Ich dachte kurz, der steht gerade. Okay, hier ist ein Zaun, hier kommen wir nicht so einfach drüber. Ich glaube, es sollte auch besser nicht so... Alter, ich sehe immer das Vieh hier als Mensch. Also als echter Rumlaufender, ne? Das ist doch der Berg, wo wir runtergerannt sind, oder? Und jetzt guck mal, was hier abgeht. Da vorne irgendwo waren noch die Pferde, oder? Alter, ich sehe nichts. Boah, ich wollte gerade schon sagen, ich dachte, wir stecken jetzt schon wieder fest. Aber es wäre so scheiße gewesen, wenn wir schon wieder feststecken würden. Okay, dann müssen wir eben straight durch die Stadt gehen. Und Leute, komm, greifen wir an. Okay, weißt du was, ist es mir jetzt wurscht, ich esse jetzt diesen Linsenbrei und hoffe, dass der jetzt mir ein bisschen Gesundheit gibt. Nein, er hat mir überhaupt keine Gesundheit gegeben, what the fuck? Und ich höre gerade, dass ich ein bisschen ins Mikrofon atme und das ist nicht so gut. Das war doch die Straße, wo wir nach Thalmberg geflohen sind. Ich hoffe, da sind Leute in der Burg. Dann können wir die, Direct Monitor mache ich schnell aus, weil Baum. Das ist doch der Berg, wo wir runtergeflohen sind. Ja doch, das ist er. Ohne Frage, das ist er jetzt. Hier ist auch alles leer. Ha. Können wir diesen Berg wieder hoch irgendwie?
Da kann man doch locker hoch, oder? Ja, easy. Kletterer Heinrich ist wieder am Start. Wir sprinten einen Berg hoch. Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Alter, der muss doch Oberschenkelmuskel haben. Ohne Ende. Also ich hätte sowas nicht so schnell geschafft. Naja. Oh, das ist doch die Burg. Oh Gott, ich hoffe, wir finden jetzt den Eingang, wo wir rausgeflüchtet sind. Talmelberg. Ich sehe nichts. Ich habe gerade einen Hund gehört übrigens. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich bei uns war, also bei mir gerade. Oder, hä, wo sind wir rausgekommen? Also ich renne jetzt diese Mauer entlang. Und wenn wir nichts finden, dann habe ich Pech. Das ist doch locker dieser Berg, wo wir runtergegangen sind, ne? Ohne Frage. Und wann endet diese verdammte Mauer? Ja, anscheinend gar nicht. Hä? Ich check nicht, wo wir hier hoch müssen. Und ich sehe auch gerade, dass sich unser Quest-Ding bewegt. Also irgendwann müssen wir irgendwie rechts abbiegen. Weißt du was? Ist mir jetzt wurscht, ich verwende diesen Verband. Okay. Ach, ich kann den erst machen, wenn ich blute. Ha. Ja, Retterschnaps, ich... Ich esse Retterschnaps wahrscheinlich, oder? Okay, manche könnten mich jetzt für blöd halten, aber ich weiß echt nicht, wo wir hier durch müssen. Es wird doch locker irgendwo so einen winzig kleinen Eingang gegeben haben, den man locker übersieht. Erst recht, wenn man meine Augen hat. Hä? Nee, das war doch da vorne, oder? Dies kann doch nicht sein. Hä? Ja, auch kein Wunder, dass hier Mauern sind. Das muss ja geschützt sein und so weiter und so fort, aber... Aber jetzt, hä? Oh, scheiße. Oh. Oh Gott, gut, hier ist ein Weg. Halt. Das ist doch der Weg, wo wir runtergeflüchtet sind. Wir haben hier gestartet und mussten hier so runterflüchten. Mit schön gerollten R. Doch, das war das doch. Ja gut, ne? Nee. Oh Gott, ey, jetzt müssen wir extra um ganz Scarlet rum, oder? Gibt's hier eine Map? Okay, doch. Wir müssen... Okay, wo bin ich? Wo bin ich gerade? Ich bin nicht hier. Ich muss nach da. Und ich würde mal denken, dass ich jetzt hier... Ich mache jetzt einen Marker. Wir müssen jetzt von hier rüber zu diesem Eingang gehen. Und wenn der nicht geht, dann hier hin. Wenn der nicht geht, dann hier hin. Wenn der nicht geht, dann können wir nicht in die Burg rein. Was ist das denn jetzt eigentlich schon wieder? Ich will es nicht wissen. Ach so, okay, das ist nichts Besonderes. Okay, wir müssen den Berg runter. Ja, toll. Hier sind wir doch auch runtergeflüchtet, oder? Und können wir uns irgendwie heilen? Retterschnaps. Ah, könnte sein, dass er uns nicht heilt, aber ja. Hm. Ich sehe Essen und es gefällt mir sehr. Und ich weiß nicht, woher das Feuer kommt und warum es noch brennt, weil es regnet und Ende. So, jetzt haben wir umsonst aus dem Topf gegessen. Ja,
Also Hunger wird der definitiv nicht haben. Ich wünschte, ich hätte so ein Pferd. Es stand ja auch vorhin schon an der Quest da, dass wir ein Pferd brauchen, aber nee, ich hab kein Pferd. Oh nein, das ist auch zugeschüttet. Kann man hier irgendwie durch? Kann man uns mit dem Schwert da durchschlagen oder so? Nee. Da ist definitiv kein Durchkommen. Also müssen wir jetzt bei der Map. Ey, das ist ja voll cool gelöst. Oh, das ist ja Rona. Rovna. Talmberg. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall hier hin. Aber die Karte ist voll gut gelöst irgendwie. Also ich, also Props gehen raus an die Entwickler. Ihr habt das voll gut gemacht, die Map. Und ich hoffe, dass ich auch dieses Spiel ohne Einwände aufnehmen kann, weil ich will natürlich keinen Strike kriegen. Meine 13 Abonnenten sind mir sehr wichtig. Ja, genau, 13 Abonnenten habe ich. Zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr das in 3 Jahren seht, ich habe zu diesem Zeitpunkt 13 Abonnenten. Ja, genau, das bin ich, ja genau. Und ich übersteuere schon wieder laut meinem, hier geht's rein. Pervert. This is Scarlet. Der Vogt. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Okay. Alter, eine ganze Blutlache hier. Papa, Mama? Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch Papa? Warst du ein Held. Mama? Du bist nicht geflohen. Papa, Mama? Du hast ihn nicht im Stich gelassen. Wie ich. Papa, Mama. Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Jetzt schwert den Rücken tot. Ich werde nie wieder weglaufen. Das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Der Vater sagte, ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter leben. Am Lindenbaum enden. Hier. Unter der Linde. Genau. Sein letzter Wunsch wird erfüllt. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. Sag ich Graf. Und wie süß die vor allem da liegen. Obwohl sie tot sind. Und das eigentlich nicht lustig ist. Sie liegen trotzdem süß da. Suche nach dem... Achso. Oh Gott, ich kann meine Eltern plündern. Ach, das ist doch böse. Das ist doch so böse. Das ist so böse einfach. Hab gerade meine toten Eltern ausgeraubt. Oh, ist das böse, Alter. Böse, böse, böse. Ist das denn zufällig eine Schaufel? Nein. Vielleicht gehe ich ja in mein Haus und suche mir meine Schaufel.
Also oben sehe ich gerade, dass ich im Bereich der Schaufel bin. Ich sollte vielleicht die Markierung hier wegmachen. Gut. Ich höre noch einen Hund. Sollte ich nachgucken? Zieh Leine, du Drecksköter! Das Biest! Was ist denn los, Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist sie dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Vater schmiedete es für Herrn Ratzig. Ich muss es ihm bringen. Es steht nicht zum Verkauf. Dann heb das Grab mit dem Schwert aus. Schauen wir mal, wie gut das geht. Und wo willst du deine Eltern eigentlich begraben? Doch nicht hier in ungeweihtem Boden, oder? Vater wollte hier begraben werden und ich kann sie nicht nach St. Jakob bringen. Vielleicht finde ich später einen Pfarrer, der den Boden segnet. Wie konntest du entkommen? Läuft genau nach meinem Plan. Was glaubst du? Bin gerannt. Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und zu Gott was nach. Nein, ich weiß nichts. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Ein Arsch bleibt ein Arsch, ganz gleich in welcher Situation. Komm, wie pariere ich nochmal? Mit E, oder? Kein Herumgescheiße mehr! Immer die Leute dem Ritka sagen müssen. So ist's recht. Zieh den Schwanz ein. Gut, dann werden wir uns mal unsere Eltern beim ungeweihten Boden machen. Ein Grab unseren Eltern. Hallo, ich mache euch gleich im Grab. Oh, Ausdauer ist schon mal nicht an Top. Der Bischek ist doch einer von den Deutschlingen, oder? Ich dachte ganz kurz, wir können so ein bisschen auf Verbündete tun, aber nee, ein Arsch bleibt ein Arsch, egal in welcher Situation. Wie er bereits sagte.
Okay, machen wir ein Grab. Bei der Linde. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Nein, auch nicht. Eltern, unser euer letzter Wunsch ist nun erfüllt. Der Hundi. Also. Legen wir mal los. Das ist jetzt wohl unser Hundi. Gut, dass wir wenigstens einen Verbündeten haben, auch wenn es nur ein Hund ist. Nur, es ist auch ein Kampfhund. So wie der aussieht. Willst du die transportieren? Verdammt nochmal! Höre ich da Schritte? Soll ich das nur schaffen?